800 Real. Kannst du dir nicht leisten. Liebst du ihn? Wen meinst du? Deinen Vater? Nein, den Nachbarsjungen. Na, in den ist doch wohl jemand anders verliebt. Hahaha, echt witzig. Also, liebst du Papa jetzt oder nicht? Sag's mir. Oh, mein Mäuschen. Dein Vater hat um mich angehalten, als ich noch auf der Schule war. Meine Freundinnen sind durchgedreht, als sie sein Foto sahen. Alle waren neidisch. Er war der erste Mann in meinem Leben und hoffentlich auch der letzte. Ich kenne keine schönere Frau als dich. Papa fällt um, wenn er dich in dem roten Kleid sieht, Mama. Hab keine Angst, Schatz. Er heiratet keine Zweitfrau und bricht mir das Herz. Jetzt denk an deinen großen Tag. Üben wir für morgen, hm? Fang an. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Liebling, es muss aus dem Herzen kommen. Du blendest alles andere aus. Weißt du, ich wäre so gern dabei und würde dich morgen gewinnen sehen. Aber das geht ja nicht. Ich muss ja wieder ans Ende der Welt fahren. Watcher, du kommst mal nach vorn. Ohne Kopfbedeckung zur Schule? Mama, Frau Husse hat gesagt, ich muss ab sofort im Vollschleier zur Schule kommen. Höchste Zeit, dich zu verheiraten. Haha, wahnsinnig witzig. Zieh den Schleier runter. Ich sag, du bist meine Schwester. Das glaubt kein Mensch. Ich sehe viel zu gut aus, um mit dir verwandt zu sein. Das kannst du dir nicht leisten. Ich möchte ein Radio mit Abdullah Rennen fahren. So ein Quatsch. Du als Mädchen darfst überhaupt nicht Radfahren. Das weißt du doch. Ja, und dann wird's für dich erst recht peinlich, wenn ich dich abhänge. Sie wissen genau, was ich meine. Sie dürfen mein Fahrrad an niemanden verkaufen. Du bist mir vielleicht eine. Wenn du dir was in den Kopf setzt, dann kriegst du's auch. Der ruhmreiche Stammbaum deines Vaters. Du stehst nicht drauf, Schatz. Da kommen nur Männer drauf. Ist mir doch egal. Du kannst bei deiner Mutter bleiben und Bräute vorsortieren. Was sollen wir jetzt mit dir machen, hm? Dich von der Schule verweisen? So ein Riesentheater und nur wegen eines dämlichen Fahrrads, das du dir einbildest. Watcher, du weißt schon, dass ich dich später mal heirate, oder? Ich will, dass du der glücklichste Mensch der Welt bist.